Moin Leute, in The Simple Show zu Angebot und Nachfrage haben wir euch erklärt, was die beiden Begriffe bedeuten. Viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt, Mann, bringt die Jungs auch mal ein cooles Video zum Marktgleichgewicht, also da, wo sich Angebot und Nachfrage schneiden? Ihr habt mit dem Klick auf dieses Video alles richtig gemacht. Denn jetzt wollen wir euch mal erklären, wie man das Marktgleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt. Licht aus und Spot an. Betrachten wir mal einen Markt für Handys. Auf dem Markt sind mehrere Unternehmen tätig, die dieses Produkt verticken wollen. Da gibt's Apple, Microsoft und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es auch jede Menge Kunden, die das Handy gerne kaufen würden. Max, Laura, Jan, ich und so weiter. Jetzt gilt Folgendes. Theoretisch liegt genau dann ein Marktgleichgewicht vor, wenn der Preis und die Menge von Angebot und Nachfrage übereinstimmen. Der Markt befindet sich dann in einer Art Balancezustand, da die Menge, die zu einem gewissen Preis angeboten wird, auch genau zu diesem Preis nachgefragt wird. Das Ganze lässt sich grafisch natürlich noch viel besser darstellen. Wir haben jetzt hier mal die Angebotskurve eingezeichnet. Auf der X-Achse ist die Menge, auf der Y-Achse der Preis. Und das hier ist die Nachfragekurve. Genau an der Stelle, wo sich die Angebotskurve und die Nachfragekurve schneiden, herrscht ein Gleichgewicht auf dem Markt. Bei uns irgendwo zwischen 3 und 4 Mengeneinheiten. Schauen wir uns dazu doch mal ein Beispiel an, wie es auch in einer Klausur drankommen könnte. Nehmen wir an, die Marktnachfrage sei gegeben durch die Funktion d von p gleich 12 minus p. Das Marktangebot durch s von p gleich 2p. Jetzt zeichnen wir die Funktionen mal in unser Koordinatensystem. Momentan ist unsere Funktion aber noch vom Preis abhängig. Da Wirtschaftsleute geil drauf sind, den Preis auf der Y-Achse und die Menge auf der X-Achse darzustellen, bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Funktionen nach dem Preis umzustellen. Nach der Umstellung sind die Funktionen von der Menge Q abhängig und sehen so aus. Die Nachfragefunktion ist jetzt P gleich 12 minus Q. Die Angebotsfunktion ist jetzt P gleich 1/2 mal Q. Und jetzt kurz aufpassen. Die Funktionen nennt man jetzt nach der Umstellung inverse Nachfragefunktion und inverse Angebotsfunktion. Drückt ruhig Pause, wenn es zu schnell ging. Das können wir nun in unser Koordinatensystem eintragen. Sieht dann so aus. Wie sieht jetzt die Gleichgewichtsmenge bzw. der Gleichgewichtspreis aus? Wir bestimmen den Schnittpunkt, indem wir die Geraden gleichsetzen. Also 1/2 Q gleich 12 minus Q. Das Ganze stellen wir um nach Q und erhalten für Q gleich 8. Das setzen wir dann in die Angebotsfunktion ein und erhalten für P gleich 4. Unser Schnittpunkt liegt also bei 8, 4. Hätte man auch im Schaubild gesehen. Aber was heißt das nun? Kurzer Rückblick zum Anfang. Da haben wir gesagt, dass das Marktgleichgewicht dort liegt, wo Preis und Menge von Angebot und Nachfrage übereinstimmen. Für P gleich 4 und Q gleich 8 liegt genau das vor. Pervers, Alter. So ein verrückter Scheiß. Aber Leute, hat doch alles irgendwie Sinn gemacht, oder? Unser Gleichgewichtspreis beträgt also 4 Geldeinheiten und die Gleichgewichtsmenge beträgt 8. Falls also mal wieder der Döner bei Alibaba leer gehen sollte, könnt ihr nun in Ruhe mit ihm diskutieren, warum er mehr Döner auf dem Markt anbieten sollte. Wenn ihr euch nicht mehr ganz sicher seid, was Angebot und Nachfrage eigentlich sind, dann schaut euch mal das Simple Short Video dazu an. Viel Spaß beim Feiern und haut rein mit eurem Döner, bis dann und ciao.